Du bist auch einer von denen, die sich Need for Speed Heat mit PlayStation Plus kostenlos gegönnt haben. Und du willst jetzt auch ein bisschen Geld haben? Gar kein Problem. Ich mach dich vom Tellerwäscher zum Millionär in ein paar Sekunden. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Need for Speed Heat Video. Nach 10 Millionen Jahren mal wieder in einer vernünftigen Kameraqualität und auch in 4K jetzt endlich sehr gut, perfekt. Jetzt kann man sich den Scheiß ja auch endlich mal angucken auf dem Kanal, ne? Beste Leben. Also ihr habt dort auf Instagram abgestimmt mit, ich weiß gar nicht mehr, knapp 95%, dass ihr wollt, dass ich noch die Story auf ganz schneller Basis einmal durchzocke und auf YouTube hochlade in 4K natürlich, ja, mit einer schönen Qualität und noch ein paar restliche Autos tune bis zum neuen Spiel, das werden wir auch machen. Als ich dann aber gestern angefangen habe zu zocken, ist mir wieder aufgefallen, Bruder, wie soll ich das machen? Da müsste ich so geisteskrank hart reingrinden, weil ich ja jetzt auf der Xbox spiele, neuer Account, blablablub, müsste ich halt ganz hart reingrinden. Da habe ich erstmal gar keinen Bock mehr drauf, weil ich schon oft genug in das Game reingegrindet habe mit mehreren Accounts. Und außerdem will ich auch Forza spielen. So, zumindest bis Unbound kommen. Dann spielen wir natürlich Unbound, gar keine Frage. Soll aber gar nicht das Thema sein. Ihr wollt wissen, wie ihr vom Tellerwäscher zum Millionär werdet, Digga. Es ist wirklich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, falls ihr mal früher von mir den Need for Speed Heat Geldglitch gesehen habt. Ich habe ja mehrere mal gemacht. Falls ihr die gesehen habt, vergesst, was ihr da gesehen habt, Digga. Das, was ich euch jetzt zeige, ist geisteskrank. Ich habe mich selber gewundert, wie schnell man hier Geld machen kann jetzt. Also ich sag's euch, dagegen ist das, was ich damals gezeigt habe in dem Spiel, der absolute Kindergarten. Das geht jetzt so schnell. Ich sag's euch, ihr könnt ungefähr alle 10 Sekunden könnt ihr 2 Millionen machen oder so. Damit ihr auch wirklich seht, dass das wirklich hier vom Tellerwäscher zum Millionär ist, zeige ich euch jetzt hier den Tellerwäscher-Account, ja. Das ist nämlich nicht mein Account, sondern der Account vom Kollege. Ich habe nämlich meinen Account gestern schon mal auf... Also ich habe gestern angefangen mit dem Spiel und ich bin jetzt schon fertig mit dem Spiel. Also ihr seht, mein Kollege hier, er ist Rang 12, hat auch einfach kein Geld. Perfekt. Bester Mann. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendein Rennen fahren. Das heißt, wir gehen raus in die Nacht. Ich zeige euch das jetzt nicht alles, ne? Keine Frage. Ich spule da gleich vor hier. So, Leute. Bisschen Cash gemacht. Jetzt haben wir 150.000 knapp. Noch eine Sache vorher, die als Vorbereitung. Wenn ihr hier auf Präsentation geht, ne? Also hier L1 oder jetzt auf Xbox LB. Dann kann es sein, dass eure... Also der hat jetzt keine Autos hier, deswegen steht da nichts, ne? Falls eure Garage aber hier so aussieht, dass hier irgendwelche Random-Autos stehen, dann ist das, weil ihr da in der Crew seid, ne? Das sind die Fahrzeuge aus eurer Crew, wo ihr drin seid. Auch wenn ihr noch in keiner Crew beigetreten seid, ihr seid immer in einer Crew drin. Dann müsst ihr jetzt einmal hier unten meine Garage auswählen klicken, ne? Dann habt ihr da eure Fahrzeuge. So, und jetzt kaufen wir uns ein Auto und das kommt dann hier auf den ersten Stellplatz. Wenn hier schon Autos von euch stehen, ist auch kein Problem, kann man später wechseln, ne? So, jetzt müssen wir erstmal ein Auto kaufen, also wieder raus bei Tag. Ich will das hier auch so ein bisschen für Anfänger erklären, weil ich halt, wie gesagt, echt weiß, dass ganz, ganz viele Leute jetzt erst angefangen haben wegen PS Plus, ne? So, also sorry an die Leute, die jetzt schon länger dabei sind. Ich erkläre es jetzt trotzdem für Dullis, ne? So, jetzt müssen wir uns ein Auto kaufen. Das verkaufen wir dann und das Geld, was wir da bekommen, das kriegen wir dann im Glitch die ganze Zeit alle 10 Sekunden ungefähr, ne? Das heißt, natürlich ist es am besten, das teuerste Auto zu kaufen, was ihr kaufen könnt. In meinem Fall wäre das jetzt das Auto hier. Aber ich sag's euch, wie es ist. Kauft erstmal das billigste Auto. Es ist erstmal egal. Ihr müsst erstmal den Glitch üben, versteht ihr? Wenn ihr jetzt nur so wie ich 146.000 habt und ihr gebt das alles für ein Auto aus und dann verkackt ihr den Glitch, ja, dann ist schlecht, ne? Weil dann kannst du dir erstmal wieder Rennen fahren, bis du wieder Geld hast. Also kauft das billigste Auto und dann üb erstmal ein paar Mal den Glitch, ne? Und selbst wenn ihr sagt, Digga, hau ab, Mann, ich will jetzt eine teure Karre kaufen, dann macht wenigstens so, dass ihr nur die Hälfte von eurem Geld ausgebt, ne? Also ich habe jetzt 150, also kaufe ich ein Auto, was ungefähr 70.000 wert ist, ne? Sowas hier. Weil wenn ihr das dann verkackt, dann könnt ihr dem wenigstens nochmal kaufen, ne? Oder ihr seid dann schlau und kauft ein günstigeres Auto. Also erstmal üben, ne? Ganz wichtig. Und nie mehr als die Hälfte von dem Geld ausgeben, was man da oben hat. Also ich kaufe jetzt mal den hier. Und jetzt schicken wir den in die Garage, ne? Hier unten. Nicht auswählen. In die Garage schicken. So, jetzt könnt ihr eigentlich in die Garage gehen, aber was ihr am besten erstmal macht, ihr drückt jetzt hier die Optionstaste und dann macht ihr erstmal beenden, zurück zur Lobby. Warum? Weil das ganz wichtig ist, dass man das in einer Solo-Sitzung macht. Es kann sein, dass ihr in einer Online-Sitzung seid und ihr wisst das gar nicht mehr, ne? Weil ihr schon so wieder stundenlang am Suchten seid, ne? Also, macht das so, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Dann seid ihr hier und dann gehen wir in Solo-Spielen rein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird das niemals klappen. So, wieder drin im Spiel. Jetzt haben wir hier links die Präsentation, da ist jetzt das Auto, ne? Wenn ihr jetzt hier andere Autos stehen habt, dann geht ihr einfach hier drauf. Dann könnt ihr hier Wagen auswählen, tunen oder hier tauschen. Dann wählt ihr halt hier das Auto aus,
was ihr euch gerade gekauft habt, damit der Wagen, den ihr verkaufen wollt, hier ganz vorne am Anfang steht. Jetzt gehen wir hier auf Verkaufen nicht drauf, ne? Ich wollte nur mal zeigen, dass das hier ist, aber noch nicht draufklicken. Wir müssen nämlich jetzt erstmal unsere Internetverbindung trennen. So, und jetzt fängt es an mit dem eigentlichen Glitch. Und da würde ich direkt mal sagen, der Glitch funktioniert auf PS4, auf PS5, auf der Xbox. Ich zeige es jetzt auf der Xbox, aber es ist scheißegal, ne? Also auf der Xbox ist es ja so, und auf der PlayStation auch. Auf der Xbox drücke ich die Xbox-Taste, dann habe ich so ein Menü. Ist wie bei der PlayStation. Dann könnt ihr auf die Startseite gehen, dann geht ihr in eure Einstellungen. Dann haben wir hier oben Netzwerkeinstellungen und hier kann ich auf der Xbox offline gehen. Auf der PlayStation 5 oder so oder auf der PS4 auch ist es genauso, ne? Einstellungen, Netzwerk, offline gehen, beziehungsweise da kann man dann so einen Haken rein und raus machen, ne? Also jetzt auf der Xbox hier offline gehen, auf der PlayStation dann auch. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Spiel einfach, alles zurück. Jetzt steht da Verbindung abgebrochen, perfekt, haben wir alles richtig gemacht. Jetzt verkaufen wir das Auto. Und ihr seht, man kriegt ja auch nicht das, was wir da bezahlt haben, sondern nur ungefähr die Hälfte, ne? Das heißt, das Geld, was wir da jetzt stehen, das bekommen wir dann gleich alle 10 Sekunden. So, verkaufen. Jetzt gehen wir zurück. Naja, soweit nicht. Ich drücke auch immer falsch hier. Wir müssen die Optionstaste hier drücken, also Menü. Dann sind wir in der Übersicht. So, jetzt müssen wir wieder auf die Einstellungen gehen, auf Netzwerkeinstellungen und dann auf Online gehen. Ihr braucht das gar nicht so schnell machen. Alles ganz entspannt erstmal, ne? Jetzt gehen wir erstmal wieder alles zurück. Und jetzt steht hier rechts online gehen. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, so wie halt auch früher. Wir klicken jetzt hier gleich auf online gehen und dann müssen wir unser Spiel schließen. Auf der PlayStation und auf der Xbox benutzt ihr die PlayStation oder Xbox-Taste. Dann geht ihr auf das Spiel, Optionstaste und dann auf der Xbox beenden oder auf der PlayStation dann Spiel schließen. So funktioniert das, aber wir müssen das richtige Timing erwischen und deswegen sage ich ja, übt das erstmal, ne? Also ich drücke jetzt hier auf Online gehen, dann lädt er das und dann kommen so zwei weiße Balken, die dann blau werden. Wenn ihr seht, dass in beiden Balken etwas blau geworden ist, dann müsst ihr das Spiel schließen. Ihr werdet jetzt sehen, das ist schwierig zu erkennen, ne? Also ich mache das jetzt einfach mal, ne? Online gehen. So, jetzt schnell hier rein. Beenden. Noch nicht drücken. Jetzt warten wir, bis wir da im Hintergrund das sehen. Ein Balken, zwei Balken. Bis wir da im Hintergrund das sehen. Ein Balken, zwei Balken. Oh, ich war ein bisschen spät. Habt ihr das gesehen? Das ist auf der PlayStation einfacher zu erkennen als auf der Xbox, glaube ich. Weil auf der Xbox verdeckt das Ding die kompletten Balken, ne? Jetzt gehen wir wieder ins Spiel rein. Wenn der Glitch funktioniert hat, dann bekommen wir jetzt gleich eine Fehlermeldung. So könnt ihr ganz einfach prüfen, ob ihr das richtig gemacht habt oder nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe ein bisschen zu spät gedrückt, weil ich hier so im Laberdings gewesen bin, ne? Jetzt kommen doch, glaube ich, auch so Ladebalken hier, oder? Ja, genau. Genau diese Ladebalken sind das. Habt ihr gesehen? Da waren zwei Stück. Und die würdet ihr auch sehen. Perfekt! Genau diese Fehlermeldung müsst ihr haben. Dann habt ihr den Glitch richtig gemacht. Wir sind jetzt im Glitch. Perfekt. So, wir sind jetzt wieder hier. Was wir jetzt machen müssen ist, wir gehen wieder in die Einstellungen. Dann gehen wir auf Netzwerk, dann gehen wir auf Offline gehen. Und dann gehen wir jetzt wieder auf Online gehen. Und jetzt gehen wir erst wieder ins Spiel. Jetzt steht da nämlich Verbindung unterbrochen und jetzt haben wir hier unten wieder das Feld Online gehen. Da klicke ich jetzt drauf und ihr achtet da oben auf das Geld, ne? So, er verbindet sich jetzt. Wir haben 167.000 und jetzt müsste noch mehr Geld dazukommen und da ist wieder die Fehlermeldung. Seht ihr das? Das kommt jetzt immer. Da kommt immer die Fehlermeldung und dann seht ihr, aha, habe ich richtig gemacht, perfekt. Jetzt haben wir 213.000. So, und jetzt, Leute, das ist so geisteskrank, wo ich das rausgefunden habe, Digga, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Jetzt ist der Punkt erreicht, warum der Glitch hier kranker ist als alles, was wir jemals gemacht haben. Weil früher war das so, dass wenn wir das jetzt hatten, dass wir jetzt den Glitch von vorne machen mussten. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir sind jetzt im Glitch drin und wir bleiben da drin. Wir können das jetzt ganz easy wieder machen. Wir gehen wieder in die Einstellungen. Netzwerk. Auf Offline gehen. Kurz warten. Jetzt wieder auf Online gehen. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Spiel. Verbindung abgebrochen. Okay. Und jetzt klicken wir hier rechts wieder auf Online gehen. Und wir achten wieder da oben auf das Geld. 213.000. Und 258.000. Perfekt, sehr schön. Und ist das geil oder ist das geil? Jetzt gehen wir wieder in die Einstellungen. Auf Netzwerk. Offline gehen. Online gehen. Gehen wir wieder zurück ins Spiel. Bla bla. Gehen wieder auf Online gehen. Und jetzt kriegen wir die ganze Zeit immer Geld, Digga.
Wie geil ist das bitte, Digga? Das ist doch komplett geisteskrank, Mann. Komplett geisteskrank. Wieder in die Einstellung. Netzwerk. Offline gehen. Online gehen. Wie gesagt, es geht auf der PlayStation ganz genauso, ne? Das macht ihr alles ganz genauso auf der PlayStation. Wieder auf Online gehen. Ihr dürft nur jetzt nicht den Fehler machen, dass ihr vielleicht mal auf Online-Spielen oder auf Solo-Spielen kommt, ne? Das dürft ihr jetzt nicht machen. Ihr müsst dann immer so machen. Weil wenn ihr jetzt auf Online-Spielen oder auf Solo-Spielen geht, dann seid ihr aus dem Glitch raus, ne? Wir sind jetzt im Glitch drin und wir bleiben da so lange drin, wie wir darauf Bock haben. Naja, ihr seht schon, ich kann jetzt den ganzen Tag so weitermachen. Das Ding ist, wir müssen gleich noch einen Schritt machen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Digga, jetzt mache ich das noch einmal und dann habe ich erstmal genug Geld. Dann kaufe ich mir nämlich ein teureres Auto und mache das dann mit einem teureren Auto. Dann ist das ja viel kranker, ne? Wenn ihr jetzt sagt, Digga, kein Bock mehr, ich bin reich genug, dann geht ihr wieder auf Solo spielen, ganz wichtig. Ja, das sind auch diese Ladebalken da, die wir da gerade gesehen haben, ne? Es ist halt echt schwierig, da so in den Glitch reinzukommen. Wenn euch das jetzt alles zu schnell gewesen ist, Leute, ich packe euch in die Videobeschreibung einen Link, wo ich das alles nochmal mache, ohne irgendwas geschnitten zu haben. Also ihr könnt mir da quasi dann live zugucken, wie ich das mache, ne? Ohne irgendwelche Zoom oder Cuts im Video oder irgendwas, ne? Einfach uncut, ne? So, 500.000 haben wir jetzt, perfekt. Was wir jetzt machen müssen ist, wir gehen bei Tag raus, weil wir müssen jetzt noch ein Rennen machen, damit einmal alles so safe abgespeichert wird, ne? Ja, sucht euch hier irgendwas aus, völlig scheißegal, so ein Pimmelrennen da und fertig. So, ich mache das jetzt hier nicht, weil jetzt eh nicht mein Account, ist mir egal, ne? Also ihr fahrt das Rennen dann und dann ist das Geld gespeichert, ne? Dann könnt ihr auch, wenn ihr jetzt hier wieder zurück in die Lobby geht, dann könnt ihr auch online spielen gehen, ist kein Problem. Ja, also ihr könnt jetzt hier, dieses Geld ist immer noch da, ganz normal online spielen, gar kein Problem, ne? Könnt ihr alles machen. Wir gehen einmal kurz rein. So. Ja, hier schon voll die Action, Digga. Was ist denn hier los? Polizei oder alles am Start, ne? Ja, also ihr seht, wir sind online, Geld ist da, gar kein Problem. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das ist, wenn man schon ein bisschen gelevelt hat und man hat da schon teurere Autos freigeschaltet, so wie ich nämlich. So, dann gehen wir nämlich jetzt mal auf meinen Account. Ich habe da nämlich gestern schon die ganze Nacht gelevelt. Wie gesagt, ich habe das Spiel gestern angefangen und direkt beendet, ne? Bin schon fertig, Digga. Aber ich hab den Glitch, den habe ich noch nie ausprobiert, mit einem ganz teuren Auto. Und das machen wir jetzt zusammen zum ersten Mal. Ich hoffe, das klappt sofort. Weil ich glaube, so viel Geld habe ich jetzt auch noch nicht, ne? Also das Video ist jetzt eigentlich zu Ende. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das jetzt hier mal mit viel Cash mache, könnt ihr ja noch dranbleiben. Also ich kaufe erstmal ein Auto hier. Jetzt seht ihr auch, ich habe schon andere Autos freigeschaltet. Also hier gibt es schon günstigere Fahrzeuge, ne? Aber das hat man ja ganz am Anfang nicht freigeschaltet. Ist doch egal, wir wollen hier das teuerste Auto. So, teuerste Auto, 2.000.000. Zack. Das gönne ich mir jetzt mal hier. Bap, bap. Und wir schicken das wieder in die Garage. So, jetzt haben wir nämlich genau den Fall, wie ich gerade gesagt habe, ne? Du hast einen neuen Wagen. Das ist das dämliche Gelaber, ne? Es gibt so einen Sack gerade. So, wir müssen jetzt ja den austauschen. Also gehen wir hier auf Tauschen. Und jetzt muss ich den aussuchen, was ich gerade gekauft habe. Also den hier. Also, bevor wir den jetzt verkaufen, ne? Genau wie gerade. Einstellungen. Netzwerk. Offline gehen. Jetzt aber nicht wieder online gehen, sondern erstmal ins Spiel wieder rein, damit die Fehlermeldung kommt. So. Wir sind jetzt offline und verkaufen das Fahrzeug. Jetzt gehen wir zurück auf das Menü hier. Jetzt sind wir in der Übersicht. Jetzt müssen wir wieder unser Internet einschalten. Online gehen. Wieder ins Spiel. So, und wenn ich ja jetzt auf online gehen klicke, muss ich das Spiel schließen, ne? Und wenn das dann klappt, dann sind wir im Glitch. Ich versuche das mal. Also hier gleich drauf, okay. So, Achtung auf die zwei Balken. Wenn ihr zweimal blau seht, dann direkt schließen. Schließen. Es ist sehr, sehr schnell. Ihr müsst zweimal blau sehen, ne? Oben der blaue, unten der blaue Balken. So, und jetzt gehen wir wieder ins Spiel rein. Mal gucken, ob das direkt geklappt hat. Wenn nicht, dann ist das halt voll scheiße. Aber ich kann ja den Wagen jetzt nicht nochmal kaufen, weil ich habe nicht mehr genug Geld, ne? Aber wenn ich im Glitch bin, Leute, dann mache ich jetzt geisteskrank Cash, Alter. Geisteskrank. So, wichtig jetzt hier wieder, ne? Es muss jetzt die Fehlermeldung kommen. Wenn die Fehlermeldung nicht kommt, habe ich verkackt. Also. Geil. Ja, perfekt. 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 So, ihr seht, jetzt ist natürlich das Geld wieder da, weil einmal haben wir den ja jetzt schon verkauft. Und jetzt verkaufen wir den die ganze Zeit wieder, ne? Und wie geht das? Indem wir jetzt wieder, weil ihr seht schon jetzt hier unten rechts, da steht ja gar nicht online gehen, ne? Weil wir halt schon online sind. Deswegen müssen wir jetzt wieder hier rein, Netzwerk, offline gehen und direkt wieder online gehen. Und jetzt ins Spiel. So, Verbindung abgebrochen und jetzt können wir hier klicken, online gehen und jetzt müsste da oben Cash kommen.
5 Millionen, Alter. Ja, ich kack ab, Alter. Und die Fehlermeldung ist wieder da. Wir haben alles richtig gemacht. Jetzt können wir wieder auf Einstellungen, Netzwerk, Offline gehen, Online gehen. Und jetzt können wir wieder ins Spiel rein. Jetzt klicken wir wieder auf Online gehen. Und jetzt kommt da wieder 1,4 Millionen dahin. Das ist, wenn du das echt schnell machst, ne, dann kriegst du wirklich ungefähr alle 10 Sekunden 1,4 Millionen, Digga. Das ist geisteskrank, ey. Das ist wirklich geisteskrank. Und wenn du das richtig schnell machst jetzt hier, ne? Ja, manchmal verbindet er sich mit den EA-Servern schneller, manchmal langsamer, ne? Das kann man halt nicht so ganz beeinflussen. Aber wenn man das jetzt hier mal so richtig schnell macht, offline gehen, online gehen, zack, zack, zack. Und wir machen das jetzt bis 10 Millionen, ne? Und dann scheiß drauf. Ja, wie gesagt, es geht auf der PlayStation ja ganz genauso, ne? PS4, PS5, ist egal. Ja, zack, schon habe ich 10 Millionen, ne? Ja, das kann ich jetzt die ganze Zeit so weitermachen, Digga, das ist halt easy. Und wenn ich jetzt mein Geld speichern will, dann gehe ich jetzt wieder hier auf Online-Spiel, auf Solo-Spielen, ne? Auf Solo-Spielen. Ja. Und dann fahre ich jetzt ein Rennen, so speichert er das Geld ab. Thema erledigt. Ganz easy going, Leute. Und ich würde sagen, das Video ist lang genug jetzt hier an der Stelle. Aber ich denke mal, so habt ihr es auf jeden Fall easy verstanden. Wie gesagt, wer sagt, Digga, ich will es einfach uncut sehen, ohne Schnitt und so, guckt in die Videobeschreibung. Dann werdet ihr das alles nochmal uncut sehen. Und ja, viel Spaß mit dem Glitch. Das Coole ist, der wird zu 100% nie wieder gepatcht werden, weil für das Spiel kommt nichts mehr. Da kümmert sich keiner mehr drum. Das ist denen jetzt scheißegal, ne? Die interessieren sich jetzt nur noch für das neue Spiel und fertig, ne? Ich glaube, die letzten Wartungsarbeiten für Need for Speed Heat, die waren Ende August 2021. Da wurde auch der alte Glitch gepatcht oder so, ne? Also, viel Spaß mit dem Glitch. Wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.